zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Ja, ich habe immer noch meine drei Chaoten neben mir sitzen. Ich habe das Glöckchen bei mir, ich habe Osiris bei mir und ich habe den Hunter bei mir. Und wir überleben immer noch als Freunde. Jedenfalls hoffen wir das. Letztes Mal hat es wenigstens beim zweiten Mal schon ganz gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Glöckchen auch noch über die Runden bringen. Sinnloser Versuch. Wir können es ja wenigstens probieren. So. Oh. In der Verfolgungskategorie. Ein Fleckenkauzkranz. Da wisst ihr Bescheid. Ja. Dann hoffe ich, dass du mit dem Verfolgen genauso schlecht ist wie der letzte. Ja. Oh ja. Der war im Verfolgen. Naja, wohl. Bei mich hat er eigentlich ganz gut immer. Ja, mich hat er ewig gebraucht. Ja. Und dann doch nicht gekriegt. Das war dann seltsam, obwohl ich mit ihm ringige Reihe um so einen Generator gespielt habe. Na gut, da gewinnt er früher, später ist schneller. Ja, stimmt, aber gestorben, Abteilung, Krotos Brennzuflucht. Ich habe mich halt in den Palettenwald gestutzt. So, ich habe hier überhaupt keine Aufgabe, also mir ist es total wurscht, ich mache alles mit, ich bin für alles zu haben. Oh nee. Außer für den Killer. Kannst ja schon mal die Haken besetzen. Alles klar, ich gehe genau. Schon mal. Ich hänge einfach meine Jacke dran, dann sieht es so aus, als ob schon jemand dranhängt. Killer ist irgendwo bei mir. Gut, da kann er bleiben. Irgendjemand ackert hier. Ich. Boah, natürlich auch an einer ganz beschissenen Stelle. Was ist denn von Killer? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Der Haken sieht normal aus. Also ist Trapper oder. Hillbilly. Jeder Killer hat seinen eigenen Haken. Das steht schon mal fest. Es ist der Trapper. Really? Ja. Weil der läuft nämlich gerade einen Meter an mir vorbei. Er läuft zu dem, wo der Generator gerade angesprungen ist. Sehr gut. Nee, er läuft rechts davon, hinten in die Ecke. Dann soll er da mal hinrennen. Kommt wieder oder was? Verarschen der Kerl. Oh, er ist an mir vorbeigelaufen. Eieieiei. Ausgeschafft, ist das schon mal nett. Mann. Warte mal. So, kann ich wieder rausgehen? Bist du wieder in einem Schrank? Ja, ich war gerade im Schrank. Wow. Na, natürlich, vor dem Killer sich hinzusetzen ist sinnlos. Dachtest du, er setzt sich auf deinen Schoß oder was? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nach links geguckt und er kam von rechts. Du hast gedacht, er setzt sich auf deinen Schoß. Ich hab's gehofft. Ja. Wer ist denn oben und ackert an dem Gerät? Ich mach das. Alles klar. Ich bin mal kurz. Killer, lass das. Ich bin unfangbar. Ständer Naturschutz. Uncatchable. Catch me if you can. Ist aber blöd, wenn du nur ums Haus drumherum jagst, da kriegt man nur mal einen halben Schock. Ja, und wenn du dann. Ich jag nicht drumherum, ich jag nie im Haus. Ich weiß. Okay, oh, er hat mich verloren. Er hat mich dafür, Mann. Ich war direkt beim Generator. Na. Ja, er kommt nicht raus, jetzt nehme ich ihn wieder mit rein. Renn ja nicht in den Keller. Die rennen ja nicht nach oben. Also, er kommt nach oben. Fuck. Macht ihr da Gruppenkuscheln im Haus? Ja, ja. Ich seh ihn weil. Ich hab grad jemanden vorbeihuschen sehen hier. Philipp, wo bist denn du hin? Jetzt ist er an mir vorbei. Ich bin bei einem Generator ganz draußen in der kleinen Hütte. In der kleinen Hütte. Oh, er macht eine Falle. Ja, ist am Ausgang ist auch das schon aus. Ich bin auch am Ausgang. Da ist auch ein Generator, aber keine Hütte. Ah, ich glaub, du bist links von mir. Ich mach so lange den Generator. Alter, da soll man abhauen, Mann. Ich will wieder hochkommen. Der Keller stinkt. Nö, keine Hütte. Der mieft. Sei mal nicht so unfreundlich zu dem. Echt? Du brauchst nicht wundern, warum er dich hängt. Irgend so eine komische Hütte. Wo ist denn so eine blöde Hütte? Ich finde keine Hütte. Ich bin jetzt fünfmal um das ganze Gelände gelaufen. Alter. Falls es euch was bringt, ich hab grad einen Generator sprengen lassen.
Sind ja, wir durch. Bringt was, er rennt weg. Ja, er rennt zu mir. Toll, also wieder weg. Also, oh. Der liegt den da hoch, ja. Achso. Ach, Rosi, bist du im Haus? Ach, ja, ja. Warte, komm mal nach oben. Ja, ja, oh, da ist ja noch eine Trap. Warte, ich, wer auch immer jetzt gerade da verletzt war. Ich mal nach oben und Handtür. Ja. Seid ihr beide da? Ich bin oben beim Generator. Hör hier, was? Seid ihr unten? Ach, ja, wir kommen gleich hoch. Hör hier nicht so rum, Achim. Oder bist du so? Was? Das tut weh. Echt? Schon mal so ein Bein in den Nacken gekriegt? Ach komm. Hallo? Das zwiebelt. Edels? Ja, danke für das Pflaster am Nacken. Bitte, bitte, bitte. Auf der Fleischwunde. Das ist zwiebelt. Erstmal seine Fallen kaputt machen. Ach, sorry. Alter, er kommt. Ja. Er rennt in die andere Richtung. Ja, wo? Also, unten oder oben? Oh, unten. Bitte. An mir ist er gerade vorbeigerannt. War hier unten mal ein Generator. Ja. Ist er euch hinterher oder was? Ups. Ich bin erstmal raus. Lauf, Digga! Er ist ein Spack. Ach, der läuft hier schon. Oh fuck, Sackgasse. Ah, hier hinten ist ein Generator irgendwo im Haus. Cool. Hast du den schon fertig gemacht? Nee. Hopp. Was? Killer ist narrisch auf mich. Ah, ich hab die Hütte gefunden, ich bring mal her. Nee, ist ganz scheiße gerade. Heil mich mal. Wo war denn der andere Ausgang? Ach, da und da. Da. Sehr interessant. Wir sind am linken. Ich renn mal ganz rechts außen lang und mach mal den. Ich muss auch, also meine Aufgabe ist Ausgangstore öffnen, aber... Achso, okay, gut, dann mach. Ja, nee, bevor hier irgendwer verkauft. Nö, ich mach dann nur noch mal schnell hier einen Haken ab. Einfach nur, weil ich's kann. Knapp. Ups. Dem Killer ist gerade was runtergefallen. Sein Baum oder sein Haken? Sein Haken. Das Problem ist nur, die Kiste, die ich jetzt habe, die reicht nicht, um die restlichen Haken zu machen. Ich bin am Haken, Handtür, ich mach ihn auf. Am Haken, am Ausgang. Haken. Tür, erst einmal, mach mal den Haken auf. Ja, das passt schon. Ach so, Lilith rennt auch vor ihm weg. Nö, nö. Ah ne, ich seh da unten jemanden rumgehen. Der Rosen. So reicht ein Ausgang, aber. Wir werden beide angezeigt, wenn Generator angeht, so. Up and down. Wer hockt denn hier jetzt neben mir? Up and down. Rosi? Mädels? Wartet nochmal. Wo bist du denn? Hier. Hey, bleib doch mal stehen, Püppchen. Ich bin wieder im Haus. Was? Die Kre... Oha. Hallo, ich hab alle... Spannend. Also ich hab im Haus die alle kaputt gemacht, ne? Nur so. Ja, der ist im Haus. Genau. Hast du den anderen Ausgang schon aufgemacht? Er hat mich. Ach, ja, ist offen. Ich bin auf dem Weg, Osiris. Und komm dann. Ja, häng im Keller. Ah, fuck, wie Pech kann man denn haben? Ich krieg mal noch raus aus dem Keller, keine Sorge. Unter mir eine Falle. Und er geht hoch. Holt noch eine Falle. Ist er wieder bei dir? Für einen Eingang. Er macht auch eine Falle irgendwo. Ja, ich sehe. Irgendwo da ist auch eine Falle, also aufpasst. Jetzt macht er Barrikaden kaputt. Denk dran, ich muss gleich kämpfen.
oh, 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 scheiße. Okay. Lol, was ist das für ein Penner? Ja, du bist irgendwie doch geglitscht. Ja, das Problem ist, Achim hat schon gekämpft, oder? Ja. Ja, ich bin tot. Okay, ja, gut, dann. Was hätte ich anders machen sollen? Dann Hunter raus. Raus da. Okay. Weißt du? Ist er noch bei dir? Ich bin tot. Ach. Ich hatte was ganz anderes geguckt. Ja, hast du geguckt? Achten, ne? Ich dachte, dass der haut auf mich, ne? Wer ich jetzt? Ich bin beim Ausgang. Ja, wenn du beim Ausgang bist, wäre gut, wenn Klöckchen dazukommt. Im Ausgang? Ich bin beim Ausgang, ja. Bei welchem? Bei einem, wo so ein Haus vor ist. Der Killer kommt. Okay, dann bin ich beim anderen Ausgang. Geh raus. Kommt ihr noch weg? Ich bin raus. Lol, wieso bin ich in Rang 20? Wahrscheinlich bist du gefallen. Das kann normalerweise nicht sein. Rosi? Oh. Bist du auch schon raus? Nee, ich seh. Nee, dann musst du dran stehen. Hast du die Luke oder was? Nee. Dann würde ich jetzt rausgehen. Bin hier beim anderen Ausgang. Oh. Ich bin definitiv nicht. Er ist jetzt bei mir. Okay, gut. Ich geh raus. Da ist er. Deswegen hat er hier gekämpft. Jetzt weiß ich, warum der da rumgestanden hat. Hat sogar eine Falle hingelegt. Aber leider da, wo die Klappe hingegangen ist. Also hinaufgegangen ist. Das war ein bisschen Pech von ihm. Lief deutlich besser. Oh, cooler Tod hieß der. Sehr interessant. War aber auf Rang 16, also so schlecht würde er jetzt nicht gewesen sein. Habe ich schon Killer auf 20, die besser sind. Ja. Aber das siehst du halt mein Killer ohne Hex. Ja. Am besten finde ich immer noch das Haus in der Mitte auf der Karte. Es ist so geil. Du musst einfach nur reinrennen, du hast überall Paletten stehen, ne? Und jedes Mal ein Fenster oder irgendwas, wo du runterspringen kannst, ne? Saboteur. So herrlich. Sporttaschenlampe. Nice. Ja. Was nehme ich denn jetzt als zweiten Perk dazu? Seelenruhe oder Vorwarnung? Ich glaube, Vorwarnung ist erstmal wichtig. Ja. So, wer lädt ein? Achim, du wieder? Moment. Weit geschafft. Noch viermal Leute vom Haken holen. Läuft. Du musst ja wohl packen, oder? Ich hab schon fünfmal mit euch gemacht, also läuft. Na dann, siehst ja. Passt. War auch so. Eine einzige Runde, die ich ganz voll war. Ich hab unter 10.000 und sonst war eigentlich ganz in Ordnung. Aber ich habe jetzt auch nur 13.000 Punkte bekommen gehabt, ne? Ich glaube, die haben das ein bisschen irgendwie angepasst oder so. Oder? Achim, was denkst du? Keine Ahnung. Ja, weil wir gestern, wo wir gespielt haben, auch so wenig Punkte hatten mit seinen. Mhm. Wir auch gedacht, hä, was ist da los? Ja, ich glaube nicht. Bei Generatoren machen und so gibt es immer noch gleich viele Punkte. Ja.
ist, dass man viel heilt, dann kriegt man extrem viele Punkte. Ja, der Witz ist ja, dass wenn man gejagt wird, das ist ja so die schwerste Disziplin, um Punkte zu kriegen, kriegt man am wenigsten Punkte, oder? Ja, richtig. Es muss entkommen da stehen, dann hast du 250 Punkte, wow, ne? Ja. Hast du einen Fähigkeiten-Check, ne? Hast du auch 150. Hast du 150 schon, weißt du? Ein Generator gibt dir ohne Fähigkeitschecks 1200 Punkte. Ja. Ja. Dann kannst du auch noch mit jemandem zusammenarbeiten, gibt auch noch mehr Punkte, ne? So. Mal sehen, ob wir wieder so eine schöne Runde hinkriegen, oder? Ja. Ach, nochmal die gestörten Abteilung Kodos Brand Zuflucht. Gerade weil es so schön war. Machen wir es dann gleich nochmal. Geist. It's a trap! A ghost! Wir haben für den Geist. Da die Kiste? Wir haben für den Geist immer noch keinen Spitznamen, kann das sein? Den? Läuft am Haus längs? Nach rechts? Ich war gerade im Haus. Ich hab irgendwie das blöde Gefühl, ich hab ihn hinter mir. Ja. Ich höre da so ein Geräusch. Läuft ein Generator an? Haus, okay, ich mach. Also ehrlich gesagt läuft er hinter mir her. Er läuft noch hinter dir her? Jojo. Dann seid ihr in der Nähe. Ich habe nämlich gerade mein Pirks gerade angesprungen. Ja, genau. Da kommt er, er kommt rechts. Ist der rein hier, oder? Achso, ins Haus. Ja, nee, er ist ins Haus reingegangen. Das ist. Ja, ich hab den nämlich nur durch den Eingang da gesehen. Hunter? Hunter, okay, du kennst deine Aufgabe, wenn Klöckchen hängt. Jojo. Weil wir Generatoren machen. Genau. Psst, aber ich hab mal laut, Mensch. Oh, er kommt direkt auf mich zu. Iris, ich bin dir auf die Fersen. Unsichtbar gemacht und ist eiskalt an mir vorbeigerannt. Boah. Aber ich wage mich jetzt nicht raus, weil er unsichtbar ist und ich nicht weiß, ob er noch in der Nähe ist. Im Haus. Hinter uns. Okay, hinter euch, dann kann ich ja. Ist wieder. Nee, ist nicht unsichtbar, glaub. Nee. Nein, definitiv nicht. So nicht. Lilith, wo hast du mich denn versteckt? Ich laufe über die Karte. Ich versuche irgendwas zu finden. Ich finde hier keinen Generator, keinen Kiste. Boah! Ich lag. Ey, rennt nicht nach oben! Ich bin schon weg. Ich lauf wieder zum Generator hin. Aber war doch eine gute Ansage, dass der hinter uns ist. Was? Nein! Was? Der bringt dich in den Keller, oder was? Nee. Nee, auch Gott sei Dank. Guck dir doch die Matschspanne an. Klöckchen, wo bist du? Wenn du kannst, komm hoch ins Haus, da bin ich. Es sei denn, dich heilt gerade jemand. Nein, ich
schon wieder hier in der Nähe. Dann nee, er ist immer noch direkt bei mir. Ich bin in der Nähe von Achim, aber ich wäre blöd, ihn zu retten, weil ich bin schon verletzt. Deswegen sag ich ja. Kämpft der? Oh, nee, er schwuchtelt ja. Hier rum, ja, ja. Steht auf Männer. Diese Ausdrücke im Mosaikus. Ja, normal. Was? Über diese homophoben ja. Schweizer. Muss mich ja hier nicht extra einnehmen. Auf YouTube retten. Gibt's weit Schlimmeres. Musi, geh du ihn mal retten. Du bist der Einzige, der nicht verletzt ist. Naja. Ja, ist er denn irgendwo hinterher, wenn du mich? Vielleicht finde ich hier einen Medikasten oder so. Er kommt. Ich bin am Haus. Hinter mir her. Er ist irgendwo in der Nähe vom Haus. Ich bin nämlich im Haus. Ich weiß, er ist hinter mir her. Weg, 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 weg! Kannst du nicht mitten in der Palette stehen bleiben? Ja, doch, das macht sie das doch hat, sehr gerne. Das hat Glöckchen so. Das ist ihr Skillpunkt, glaube ich. Ihr Skill. Oh, wie er mich jagt, verdammte Scheiße, ey. Wow. Ja, das ist blöd. Niemals in der Palette stehen bleiben. Ich habe mich umgedreht und bin in die andere Richtung gerannt, weil ich gerade erst da gesehen habe, dass du von vorne kommst. Ich glaube, für mich geht's im Keller eher. Ja. Dann war's das für mich. Ist der Lille fliegen oder was? Hey, ja, der kann weg, ja. Setz mich wieder hoch. Nimm dich mit in den Keller, oder? Rosi geht zum Ausgang. Oder ich mach auf. Ah, ich bin direkt neben mir. Ja, lustig. Ich renn auf alle Fälle nach oben. Oben war ich gerade deswegen. Kriegt man das gebacken, die hier da rauszuholen? Der ist immer noch in der Nähe. Ich habe Herzschlag. Ja, ja, komm, vergiss es. Haut ab, Jungs. Ja, der Strömer da rum, Achim, er kommt gerade in deine Richtung. Ich hab die Luke gefunden. Okay, gut, dann geh ich zum Ausgang. Er guckt immer wieder. Ja, ich hab Herzschlag die ganze Zeit. Ja, guck zu mir. Ab und zu da aus dem Haus raus. Toll. Bye bye. Wie Hänse, wie die Hexe bei Hänse und Gretel oder was? Gehst du raus, Rosi? Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Ja. Boah, ist direkt an mir vorbeigelaufen, der Pisse. Boah, sag das doch, da wär ich schon früher raus. Ich steh am Eingang und warte nur. Am Ausgang. Rosi, was hast du denn da für ein Perk, Mann, ey? Äußerst selten Vorwarnung. Ja. Da hinten rennt das. Sieh. Und tschüss. Ja, vorhin stand noch. Halt da, weißt du? Ja, ich würde gerade sagen, ich hatte gerade die Karte lesen. Was? Wieso die Karte lesen? XP.
PYCT und so weiter und so fort. Rang 18. Schade. Sich gut geschlagen, aber hast immerhin zwei aufgeknüpft. Aber im Keller ist auch sehr feige. Feige, aber im machbaren Bereich. Er darf es halt. Man kann sich aber auch wegbewegen. Wenn sie dann wieder runtergeholt werden, gibt es noch mal mehr Punkte, wenn er sie wieder aufknüpft, ne? Deswegen hänge ich meine Beute nicht im Keller auf, weil da kommt fast keiner und rettet die. Genau. Draußen aus, aufhängen. Draußen zwei Fallen hin. Genau. Abhauen. Man wird sowieso bei der ersten Falle alarmiert, dann hinrennen. Kommt man meistens noch so, dass man einen hitten darf. Eine Sporttaschenlampe, yeah! So, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns erstmal von unseren Zuschauern. War wieder eine tolle Runde gewesen. Diesmal sogar zwei eigentlich richtig gute Runden. Gegensatz davor. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt, töte deine Freunde oder überlebe mit deinen Freunden. Also, tschüss! Tschüss!